So, willkommen zum letzten Thema in diesem Themenbereich der Einordnung und Sprachauswahl. Wir haben ja jetzt drei unterschiedliche Modellierungssprachen betrachtet. Das waren die Flowcharts, die EPKs oder die EEPKs, also die erweiterten Ereignis gesteuerten Prozessketten und die BPMN, also der Standard der Business Process Modeling and Notation. Und jetzt geht es darum, die nochmal strukturiert gegenüberzustellen, beziehungsweise auch nochmal werden wir dann gleich sehen, eine weitere Sprache, die moderneren Ansatz der Ablaufabbildung in der Softwareentwicklung, den Aktivitätsdiagrammen aus der UML, ermöglicht, die vier Ansätze jetzt hier konkret nochmal miteinander gegenüberzustellen und zu vergleichen, und dann ein paar Hinweise darauf zu geben, worauf man denn bei der Auswahl einer konkreten Sprache achten möchte. Unser Bezugspunkt, ist die Prozessdefinition, die wir im Themenbereich 1 bereits besprochen hatten und die wir jetzt nochmal hier wiederholen. Wir haben dort besprochen, dass man zur Abbildung von Prozessen eigentlich drei Aspekte haben, die wir abbilden möchten oder müssen, um einen Prozess vollständig zu beschreiben. Das sind die Aspekte der Prozessstrategie, die Aspekte der Prozesslogik und die Aspekte der Prozessrealisierung. Die Prozessstrategie deckt jene Aspekte ab, die sagen, wie ist denn der Prozess in den Gesamtzusammenhang der Organisation eingebettet, also die Außenperspektive auf den Prozess. Die Prozesslogik nimmt die Innenperspektive auf den Prozess ein, sagt also, wie läuft der Prozess in sich ab. Und die Prozessrealisierung geht darauf ein, wie der Prozess konkret ausgeführt werden kann. Wenn wir jetzt schauen, was da in der Definition an Einheiten drinnen vorkommt, also wenn wir uns in Wirklichkeit die einzelnen Nomen rausnehmen, das ist auf der nächsten Seite nochmal gemacht in dieser Tabelle, dann sehen wir, was wir von unserer Modellierungssprache fordern könnten. Also wir brauchen ein Konstrukt, um Folgendes abzubilden, wenn man das jetzt über die Definitionen hinweg sich über die Definitionsteile hinweg sich anschaut, müssen wir irgendwo abbilden können, was der Anfang eines Prozesses ist. Also da muss ein Element geben, das den Start bezeichnet, ein Element, mit dem man möglichen Input modellieren kann. Das gleiche gilt für das Ende. Und das Ziel des Prozesses, also das Kundenbedürfnis, das der Prozess befriedigen soll. Das wären jetzt quasi jene Elemente, die wir auf Basis des ersten Definitionsteils fordern. Wenn wir in den zweiten Definitionsteil schauen, also die Innenperspektive wahrnehmen, dann möchten wir, dass wir Aktivitäten oder Aufgaben modellieren können, dass es ein Startereignis geben muss. Das passt natürlich mit dem Anfang zusammen, das haben wir ein bisschen redundant. Es muss so etwas wie Handelnde geben, die diese Aktivitäten ausführen, und diese Aktivitäten müssen in eine logische bzw. zeitliche Reihenfolge gebracht werden können. Logische Abfolge, sachlogische Abfolge bedeutet, wir müssen entscheiden können, was vor einer anderen Aktivität passiert. Zeitliche Reihenfolge geht dann explizit nochmal auf die Zeitdimension ein, sagt also nicht nur, was vor etwas anderem passieren muss, sondern auch, wann es konkret passieren muss. Das Letzte ist dann nicht nur, wer handelt, sondern was wird behandelt, das sind dann noch die Geschäftsobjekte. Das heißt, wir haben hier das Was, das Wer und das Womit in diesem zweiten Definitionsteil drinnen. In dem dritten Definitionsteil werden diese Dinge nochmal konkretisiert. Die Handelnden werden jetzt runtergebrochen auf Menschen oder Maschinen. Im Sinne eines soziotechnischen Systems können beides Akteure sein. Die Geschäftsobjekte werden runtergebrochen auf Sachmittel, Informationen, Anwendungsprogramme oder Hilfsmittel. Das sind also jetzt die vier konkreten Ausprägungen, die das Womit definieren können. Und jetzt können wir uns die einzelnen Konzepte in den Sprachen anschauen oder können wir uns die Sprachen anschauen und schauen, wie weit werden diese Konzepte denn abgedeckt. Und ohne da jetzt alles im Detail durchzubesprechen, sehen wir, also wir haben jetzt da wiederum vertikal diese Konzepte angeordnet, so wie wir es in der vorhergehenden Tabelle gerade hatten, und horizontal die unterschiedlichen Modellierungssprachen, beginnend mit dem Flowchart, dann mit der EEPK, dann
Dann kommt als eine Sprache, die wir nicht im Detail betrachtet haben, die aber im Software Engineering sicher schon mal vorgekommen ist, das UML-Aktivitätsdiagramm und letztendlich dann die BPMN. Und wenn wir uns den großen Blick versuchen da zu schaffen, dann sehen wir, dass die Abdeckung, die konzeptuelle Abdeckung der Flowcharts am geringsten ist und der BPMN am größten. Die EPK und die UML-Aktivitätsdiagramme sich dann nicht viel geben, nur unterschiedliche Schwerpunkte setzen. Das heißt, die EPK ist etwas stärker, was die sachlogische zeitliche Reihenfolge betrifft. Die Aktivitätsdiagramme sind etwas stärker, was die Partitionierung bzw. die Signalisierung von Startereignissen bzw. von Kommunikation zwischen einzelnen Akteuren betrifft. Genau. So, das ist quasi der grobe Überblick im Detail. Sicher nicht auswendig lernen, bitte diese Tabelle, aber sie nochmal anzuschauen. Wichtig ist zu erkennen, Flowcharts spezifizieren sich oder fokussieren sich ganz stark auf die zeitlich-sachlogische Reihenfolge eines Prozesses, also auf die Operationen und deren Reihenfolge, die es hier gibt. Alles andere wird dort im Wesentlichen nicht abgedeckt. Dementsprechend hat das Flowchart durchaus seine Berechtigung, wenn alles andere keine Rolle spielt. Das heißt, wenn es keine Rolle spielt, wer denn zuständig ist und womit gearbeitet wird, sondern wenn es nur um den Ablauf an sich geht und alles andere eigentlich klar ist, weil es nicht mehrere Akteure gibt. Oder weil es keine unterschiedlichen Dokumente gibt und man die deswegen vielleicht nicht abbilden braucht, dann kann ein Flowchart durchaus die richtige Wahl sein für die Repräsentation. EPKs und die BPMN, wenn wir uns jetzt auf die fokussieren, die wir auch betrachtet haben, unterscheiden sich vor allem darin, dass die BPMN, das sehen wir auch im Sprachumfang, im Notationsumfang, sehr viel mehr Möglichkeiten bietet, um organisationale Phänomene abzubilden, die Sprache an sich dann aber auch wieder komplexer ist. Die EEPK hat den Vorteil, dass sie von der Spezifikation her schon darauf vorbereitet ist, automatisiert interpretierbar zu sein, also möglichst exakt spezifiziert zu sein. Das heißt, für eine Ausführbarkeit durch ein Informationssystem ist eine EPK vielleicht durchaus auch gar nicht so die schlechteste Wahl, vor allem wenn es um Prozesse geht, wo der Ablauf im Mittelpunkt steht und es nicht so wichtig ist, wer genau oder wie die Kommunikationsabläufe sind. Die sieht man in der EPK nicht so gut. Ja, da steht der Ablauf im Vordergrund, während in der BPMN durch diese Strukturierung durch Pools und Lanes der Kommunikationsablauf sehr sichtbar wird und dann auch als primäres Strukturierungsmerkmal dient. Das heißt, in der BPMN haben wir Prozesse entlang der Akteure strukturiert. Also das primäre Strukturierungsmerkmal sind die Akteure, wohingegen in der EPK das primäre Strukturierungsmerkmal der Prozess ist und die Akteure dort eine angegliederte bzw. untergeordnete Rolle spielen. Man kann jetzt sehr wenig allgemeine Empfehlungen abgeben, für welche Modellierungssprache man sich konkret in einem bestimmten Anwendungsfall entscheiden möchte. Es sind aber im Wesentlichen zwei Aspekte, die zu berücksichtigen sind. Das heißt, der eine ist, was habe ich denn abzubilden? Das ist alles, was ich hier schon vorhin beschrieben habe. Flowcharts eignen sich nur für einfache Prozesse, wo auch keine Parallelitäten vorkommen, wo es nur einen Beteiligten oder eine Beteiligte gibt. Sofern es dann komplexere Prozesse sind, würde man auf jeden Fall schon auf EPK oder auf BPMN wechseln. Die größte Flexibilität haben wir sicher in der BPMN, das heißt, das ist schon das Schweizer Taschenmesser. Dadurch wird die Sprache aber auch komplex und man muss ganz bewusst vielleicht auch den Sprachumfang reduzieren, falls die Zielgruppe, und das bringt mir jetzt zum zweiten Aspekt, vielleicht gar nicht so sehr affin mit der Prozessmodellierung ist. Der zweite Aspekt ist also, dass wir nicht nur auf den Abbildungsgegenstand Bezug nehmen bei der Auswahl, sondern auch auf die Kompetenzen der Modellierenden und der Modellnutzenden. Es hilft mir nichts, wenn ich ein perfektes Prozessmodell habe, das einen Geschäftsprozess vollständigst abbildet. Nur ist das Prozessmodell dann so komplex, dass es niemand mehr lesen kann von den Personen, die es eigentlich betrifft. Das heißt, ich muss immer im Hintergrund mitdenken, wer wird denn mein Prozessmodell lesen und sind diese Personen in der Lage, dieses Prozessmodell
korrekt zu interpretieren. Und das trifft eben vor allem auch auf die BPMN zu, die man ja in unterschiedlichen Ausbaustufen verwenden kann. Es ist ja nicht notwendig, zum Beispiel die Transaktionselemente in der BPMN, um ein sehr fortgeschrittenes Konzept zu nennen, zu verwenden, wenn man sehr genau wissen muss, wie diese Elemente zu interpretieren sind, damit man den Prozess konkret lesen kann oder korrekt lesen kann. Da möchte man sich dann vielleicht eher auf das Core-Set an Modellierungselementen beschränken, nur die Tasks und die Gateways und die Sequence-Flows verwenden und Ereignisse zum Beispiel nur sehr reduziert und nur im Sequence-Flow und nicht als angeheftete Ereignisse oder unterbrechende Ereignisse eingesetzt verwenden. Ja, so quasi der große Überblick. Das heißt, wenn es komplette Freiheit gibt in der Modellsprachenauswahl, was ja oft auch nicht der Fall ist, weil es irgendwelche organisationalen Policies zum Beispiel gibt, weil eine Organisation sich sowieso auf eine bestimmte Modellierungssprache fokussiert hat, dann kann man meistens eh nicht aus. Dort, wo man sich bewegen kann, möchte man anschauen, was ist denn zu modellieren und wer wird denn das Modell nutzen, um dann die Wahl zu treffen. Und wenn es keinen Unterschied macht, auch im Sinn der Zukunftssicherheit, wird vielleicht dann am ehesten die BPMN die richtige Wahl sein. Aber auch eben bei der BPMN kann man dann innerhalb der Sprache sich noch entscheiden, wie komplex man sie einsetzen möchte. Entweder sehr nahe an den Flowcharts, also sehr ein reduzierten Symbolsatz, einen sehr einfach und relativ intuitiv verständlichen Symbolsatz, oder diese vollständige Komplexität, die es aber dann auch erlaubt, auch sehr komplexe Sachverhalte sehr kompakt abzubilden. Das ist das, was man als Modellierender oder Modellierende abwägen muss und die Prozesse dann entsprechend adäquat der zukünftigen Verwendung und der Zielgruppe aufbereiten zu können.